Ja, Mordo des Food am Start mit einer weiteren Folge zum Daily News Bash, eurem täglichen Gaming News Format hier auf meinem Kanal. Und ihr wisst, dass die E3 ansteht. Und was wäre die E3 ohne einen Leak von Ubisoft? Ich stelle mir bei so Sachen mittlerweile immer folgende Frage: Wie viele Menschen werden ihren Job verlieren, weil solche Leaks passieren? Oder ist das alles mit Absicht? Denn ich bin mir auch bei diesem Fall halt einfach wieder überhaupt nicht sicher, ob das irgendwie beabsichtigt war in irgendeiner Art und Weise oder ob das einfach wieder ein super dämlicher Fehler war. Ich meine, das passiert halt mega oft. Was genau? Das erkläre ich euch jetzt. Nämlich hat Amazon UK ein Spiel von Ubisoft jetzt schon im Repertoire gehabt. Der Artikel ist schon wieder offline genommen worden. Aber gut, die Augen sind nun mal überall im großen, weiten Internet. Und deswegen wissen wir jetzt, dass Watch Dogs 3 Legion heißen wird und wahrscheinlich in der kommenden Woche auf der E3 von Ubisoft vorgestellt wird. Der Brancheninsider Jason Schreier von Kotaku hat das Gerücht auch schon bestätigt und sagt, dass es wirklich bei dem nächsten Watch Dogs 3 in eine etwas andere Richtung gehen wird. Und zwar findet alles in London statt und da wird wohl der Brexit ein wichtiges und elementares Thema tatsächlich für den nächsten Teil sein. Und ihr werdet nicht mal mehr einen Hauptcharakter per se besitzen, sondern es soll alles doch anders sein als in den Vorgängern. Während die britische Gesellschaft, Politik und Technologie insgesamt durch den Brexit extrem geprägt wurden, geht es darum, in unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen. Das heißt, ihr habt gar keinen einzigen richtigen Hauptdarsteller mehr. Wie das Ganze funktionieren soll, weiß man nicht. Aber ihr sollt laut der Artikelbeschreibung jeden einzelnen NPC in der gesamten Welt übernehmen können. Damit ergeben sich eigene Persönlichkeitsprofile, Animationen, Vertonung, Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten. Und je nachdem, wann ihr zu welchem Zeitpunkt im Spiel in unterschiedlichen NPCs eben steckt, gibt es auch nochmal neue Dinge, die ihr in der Welt erleben könnt. Also es klingt für mich wie ein Mammutprojekt. Ich bin gespannt, wie sie das über die Bühne bringen wollen und vor allem, wie das Gameplay dann am Ende des Tages einfach aussieht und wie es sich spielt. Da bin ich sehr gespannt. Was auch ein großes Thema sein würde, ist die Reaktion von Nvidia auf die neuen Grafikkarten von AMD, die den Namen Navi tragen. Die haben ja jetzt vor kurzem erst nochmal über ihr Lineup gesprochen und jetzt gibt es die Gerüchte, dass Nvidia mit den sogenannten Super-Grafikkarten um die Ecke kommen sollen. Was ist damit gemeint? Stellt euch die 2000er Generation vor, also die 2060, 2070 und die 2080 mit einem schnelleren Chipsatz und mit einem schnelleren Speicher. Das heißt, die Taktrate ist höher und die Grafikkarten performen einfach insgesamt besser. Und die Preise sind hier an dieser Stelle tatsächlich ziemlich competitive, was mir sehr gut gefällt. Ich sage es immer wieder, Konkurrenz belebt das Geschäft, denn die sehen nämlich wie folgt aus. Die in Anführungsstrichen neue Super RTX 2060 soll bei 249 Euro starten, die 2070er Generation bei 399 und die 2080er Generation bei 599 Euro. Das war's auch mit den heutigen News. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, haut mir gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, falls ihr weitere solche Videos sehen wollt. Stay tuned, das war's Smugl und wir sehen uns in der nächsten Episode.